Das alpine Leben, Freilichtmuseum Alpines Leben, ist entstanden mit der Wegener de Sooge vor 40 Jahren. Seither haben wir das im Kopf, dass wir aus dem ein größeres Projekt machen, eben mit Mühle, mit einer Gerstenrolle, mit einem Lodenstampf, mit einem Museum, sogenannten Einhaus, Einhof, wo wir Gerätemuseum draus gemacht haben, wo es beinhaltet eine offene Rachkuchel, einen Veranstaltungsraum im Stall und eine nette Stube. Wenn man mit dem Auto kommt, Zilian, Heinfels, Abzweigung Villgratental. Und außer Villgratten muss man durchfahren, obwohl es auch ein Ort zum Verweilen wäre, das Winkeltal zum Beispiel. Und man fährt weiter inner Villgratten und fährt weiter zur Abzweigung Maxa. Die Abzweigung Maxa am Talschluss, rechts abbiegen, dann bisher zum Schranken, der dann also am Anfang vom Arntal steht. Und da kann man über die Brücke rechts, über den Wald einer spazieren, über die Brücke um, dann ist man im Freilichtmuseum Alpines Leben im Eintrittshaus. Ist ungefähr 1850 erbaut, 1951 durch die Lawine zerstört, wieder aufgebaut bis 1965, 65 durchs Hochwasser zerstört, in den 90er, Anfang der 90er Jahre von uns, dem Heimatpflegeverein, wieder hergerichtet. Seite gibt es die Säge und das Ensemble gibt es, haben wir vor 5 Jahren in etwa angefangen zum Bauen, zum Renovieren.